Mein Name ist Sascha Wagener, ich bin der Geschäftsführer der A Unternehmensgruppe. Wir beschäftigen uns mit der Rohstoffgewinnung, mit dem Abbau von Kies und Sand und mit der Herstellung von Betonwaren, Bauelementen und Transportbeton. Wir betreiben Kiesabbau so, dass wir uns von dem Fluss aus mit unserem Bagger in die Landschaft hineingraben. Aber wir versuchen das so schonend und so umweltfreundlich wie möglich zu machen. Und wir bemühen uns natürlich nach Abschluss der Arbeiten auch eine renaturierte Landschaft zu hinterlassen. Und gemeinsam mit den Naturschützern haben wir beispielsweise in Hohenrode dann auch die Renaturierung durchgeführt. 2013 war dann klar, dass der Abbau in Hohenrode über kurz oder lang beendet sein würde. Und wir haben dann ein weiteres Abbaugebiet in Betrieb genommen. Aber dieses Abbaugebiet war circa 5 Flusskilometer weiter entfernt. Das heißt, wir brauchten ein Schubschiff mit besonderen Flachwasserfahreigenschaften. Und sowas können Sie nicht von der Stange kaufen. Nachdem uns klar war, dass wir einen zweiten Schubverband bauen würden, haben wir natürlich sofort Kontakt mit der Sparkasse aufgenommen. Und nach sehr, sehr kurzer Entscheidungsphase gab es dann auch grünes Licht. Und man hat die Deutsche Leasing dann mit eingebunden seitens der Sparkasse. Das Entscheidende für uns ist diese Nähe, diese lokale Präsenz, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die wissen, was wir tun. Und am meisten freut mich, wenn ich morgens hier aufs Betriebsgelände komme und die Siebmaschine rattert. Dann weiß ich, das Geschäft läuft. Durchblick ist einfach. Wenn man für Investitionen einen Partner hat, der die Anforderungen der Branche kennt.